Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Train mit dem neuen Friends and Foes Update. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Patreon tun. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Aber auch über ein Abo, einen Daumen hoch oder einfach einen netten Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. So, und jetzt legen wir los mit den Friends and Foes, natürlich mit unseren Friends. Und in der Stygischen auch, die Stygische Wache hat natürlich einen neuen Champion bekommen. Das ist Solgott, der Märtyrer, der hier Splitter sammelt. Und wie ich bisher gesehen habe, gibt es drei Varianten, was man mit den Splittern machen kann. Entweder macht eine gewisse Menge und er wird dann quasi aggro. Variante 2 wäre dann, er sammelt Splitter und am Anfang des Zuges verursacht er für jeden Splitter Schaden an den vordersten Gegner. Oder Variante 3, er kontert, wenn er Schaden kriegt, mit Eis. Das letzte ist das schwerste, aber finde ich auch das interessanteste und coolste und darauf würde ich gerne hinspielen. Das bedeutet, er braucht viel Leben und deswegen muss ich als Nebenstamm zwingend Dialekten mit dem Wiederherstellen verwenden. Ansonsten denke ich nämlich, habe ich keine Chance. So, jetzt hoffen wir, dass wir das Richtige ziehen und dass wir loslegen können. Mal gucken. Ein Frostschaden durch Splitter, genau das, was ich wollte. Her damit. Ihr seht trotzdem nur 15 HP, ist nicht stark. Wenn ich Schwindel auf gegnerische Einheiten, wenn sie die Ebene unter der Höllenglut betreten. Gut, er sollte sowieso am idealsten unten stehen. Oben ist wieder nur so eine kleine Schutzsache. Wenn du einen Zauber spielst, werden die Kosten von Zauberkarten auf deiner Hand, die weniger kosten, für diesen Zug auf 0 reduziert, die weniger kosten. Ja, könnte auch gut werden. Wir werden vielleicht viele kleinere Zauber haben, wenn wir dann großen raushauen, ist alles gut. Erscheinen auf jeder Ebene generische Einheiten. Machen wir. Kann natürlich auch schon der erste Runde in Sudden Death werden, ne? So wird es aber nicht. Und zwar, wir setzen ihn hier hin. Ihn zum Blocken. So, ihr seht, der kriegt schon Schaden. Da ist wahrscheinlich ein Zauber gespielt, aber er setzt einen Splitter. Irgendwer macht ihn Schaden und er kontert auf allen mit Frost. In Höhe dieser Stapel, die er hat. So, der hat viel HP. Der fängt dann direkt mit Frost an. Ideal wäre es natürlich, wenn wir noch das Artefakt ziehen. Was dazu führt, dass wir dann Frostschaden, dass der nicht abebbt und so. Aber das könnte auch sein, dass es ein Traum bleibt. Oh, ich gerade gesehen, Frostschaden kommt durch. Cool. Da steht minus 5 in der Reha tot, das kann nicht sein. So. Der hält jetzt die 3 Treffer ab. Du wirst geheilt. Der bringt uns unten nichts. Da er kontert jetzt allen, wenn er Schaden kriegt, also jedes Mal, wenn er Schaden kriegt, kriegen alle 3 Frostmarken am Ende des Zuges so viel Schaden, wie sie Frostmarken haben. Das heißt, der rockt die alle weg. Der hier ist eher unspektakulär. Das finden wir schlimmer. Achso, wir müssen ja einen Abwerfer in das Spiel, ne? Na gut. Startet er halt mit Eis. So. Zack, kommt auf alle. Und jetzt bam. Oder durch Regeneration heilt es halt ein bisschen. Der ist natürlich ein Problem, der muss möglichst früh sterben. So, jetzt die Frage, wie machen wir es? Ich könnte ja natürlich hinspielen, den Schaden abfangen. Hab ich aber nicht wirklich was von. Dass der hochkommt, ist mir relativ egal. Deswegen, wir heilen ihn und geben ihm noch Regeneration. Damit kann er schön wegkontern. Und du sammelst noch ein bisschen Eis an. Oder Frost, heißt der Frost. So. Ja, den müssen wir hochkommen lassen. Alles andere hat keinen Sinn. Jetzt muss ich noch kurz schauen. Der konnte ihn eh tot. Heilung, immer auf ihn drauf. Ich darf den allerdings noch nicht spielen. Warum? Der würde dann nicht durchkommen und würde quasi, oder? Der greift ihn an, 2 Schaden, 6 Schaden. Ne, jetzt bringt aber trotzdem nichts. Du startest hier lieber schon ein bisschen Eisschaden. Du heilst dich wieder, sehr schön. Ja, das haben wir raus.
dich zu heilen ist das Wichtigste. Du kriegst noch ein bisschen Eis drauf. So, den Schaden wollen wir nicht. Ich glaube, wir erst auf den drauf. So. Ihr seht, wir machen jetzt massiv die Froststabe hier. Wenn er unten startet, ist es natürlich noch viel geiler, weil die ja den Frostschaden mit nach oben schleppen. Nur weil wir jetzt den auf jeder Ebene hatten, musst du ihn anfangen. 7 magische Kraft. Das gilt, glaube ich, auch für Heilung. Ne? Die Menge an Zugführung und Schaden und wiederhergestellten Gesundheit. Das heißt, wenn der unten steht, vorne als Tank und der dahinter, ist das ziemlich geil. Wenn ich 4 Angriffe und 4 Drohnen an, ja. Da ist das schon ein bisschen besser. Mehr Karten ziehen ist natürlich auch geil. Nehmen wir erstmal das nicht. Also ich habe so das Gefühl, die mehr Karten bringen mir mehr. Wenn wir irgendwann genug haben zu ziehen. So. Einheiten verbessern. Wir haben keine eigentlich, die sich lohnt zu verbessern. Wir gehen den Pfad. Multischlag. Wenn der vorne steht, der mit Multischlag dahinter. Wenn wir den noch irgendwie Angriff hochkriegen könnten, wäre geil. Der Tank ist natürlich auch geil mit Heilung. Verbessern den Zauber mit Doppelstapel, wäre noch nicht so geil, ne? Obwohl mehr doppelter Frostschaden ist natürlich auch geil. Für Kosten plus 1 bin ich bei. So, magische Kraft und Verbrauch. Den Verbrauch stimme ich ein bisschen. Eigentlich brauche ich alle meinen Zauber aktuell. Billiger machen? Ja, können wir den wieder teurer gemacht haben. Ne, also den Verbrauch lassen wir mal wohl. Wir können auch eventuell dann dahin kommen, dass wir einen machen besser. Kann gut sein, dass wir später das ziehen, den Ferne verbrauchen, das ist teurer. Gegen schon nicht Boss-Einheiten, erhalten plus 4 Angriff. Ach. Nee, das lassen wir dann doch lieber. Er hat mit 15 PS ja trotzdem niedrig. Eil ist natürlich jetzt scheiße. Gut, wir kontern den komplett weg, würden aber sterben. Könnte ich irgendwie das verhindern? Wenn ich den nach vorne stelle. Zack, zack, zack. Ich könnte ihn opfern. Außer ist, wenn die Karte ausspielt wird. Ist natürlich gemein, jetzt einen Geilen zu opfern, aber... Der fängt den Schaden ab. Versuchen es. Ja, ich muss ins Krieg kommen. Dann kommt der Frostschaden nicht durch. Jo Leute, das ist echt mies, aber gut. Wir sind ja flexibel. Du fängst dir den Schaden ab. Und du heilst dich. Kurze Atempause. Ja, ist nicht schlecht. Yeah. Würde mich natürlich jetzt interessieren, wie viel es wirklich dann heilt, ne? Ob das wirklich klappt, aber ich gehe davon aus. Problem ist, der ist natürlich sofort tot, wenn er mit Flächenschaden kommt. Greift alle gegnerische Einheit an. Gut, das ist mir in dem Moment dann einigermaßen egal. Das heißt, der bringt mir auch nichts. Den kann ich eh raushauen. Zack. Wenn wir Glück haben, werfen wir den Zugbegleiter ab. Gut, dann setzen wir den, wohl den zu tanken. Bringt das was? Ja, einen Schaden noch abfangen. So, ja, wir kommen ihm halt den Eisschaden kaputt. Wie gesagt, das ist ganz, ganz tricky, aber ich finde das mega interessant. Was haben wir hier? Schieb's nach hinten, füge 3 Schaden zu, wende 8 Frostschaden an. Ich möchte ja noch was spielen. Genau. Verbrauch wende 5 Regeneration an, ist auch nicht schlecht.
verbraucht sich aber. Ja, nehmen wir das. Wie gesagt, ich tue mich gerade doch ganz schön schwer, das merkt man vielleicht auch. So, Artefakt hat immer Vorrang. Wenn die zweite Einheit einen Zug ruft, halte 3. Joa. Nimm zu Beginn des Zugs einen Stachelzauberfan. Geiler. Zauber ziehen und damit Karten nachziehen. Immer geil. So, verborgene Höhlen. Das kriegen wir diesmal. Wir opfern Leben und hoffen, Artefakt zu kriegen. Nö. Versuchen wir mal. Wenn eine Verbündeteinheit geheilt wird, fügt der Vortragsgegner ebenso viel Schaden zu. Hm, ist auch nicht schlecht. So, Stygia. Verzauberung, halte 3 Rüstung. Ja, ist geil. Verzauberung, verliere 5 maximale Gesundheit, ziehe eine Karte. Achso, das Ding. Gut, wenn wir den noch nehmen, dann haben wir jetzt auf 3 Ebenen dann einen Tank. Ja. Das andere bringt uns alles nicht so viel. Ach, die gute. Wenn sie jemand killt, kriegt sie Rüstung dazu. Oh ne, warte, Moment mal, diesmal macht sie auch anderes. Ich greife schnell und schloss mit mächtigen Attacken an. Moment. Wird auch so, wenn die Einheit angreift. Dränge die angriffende Einheit nach hinten. Oh, diesmal holt sie sich keine Rüstung. So drängt sie Einheit nach hinten. Das ist das Problem, das macht die Kombi hier kaputt. So, der bleibt erstmal stehen. Das ist jetzt natürlich geil. Die schlafen mir erstmal, wo du bist. Ja, durch den halt mehr Zauberschaden. Zack. Zack. Ja, ich werde natürlich das Mana gerne sinnvoll verwenden. Aber wie gesagt, geht nicht. Ja, und der wird dem manchmal keine Sorgen. Alleine bringt er nichts. So. Wir haben einen starken Heiler. Der ist für den gedacht. Eigentlich braucht er noch keine Heilung, oder? Ja, bei 6 so. Das ging für mich zu viel. So, den Stachel könnte ich auf den setzen. Hier unten auf den dann Eis. Der läuft dann den bis Eisschaden mit nach oben durch. Ja, ich denke, das ist ganz cool. Vielleicht können wir noch mal Eiswasser. Seht ihr gleich. Gut, ist das auch geklärt. Jetzt wird sie den nach hinten drängen, das heißt, der kriegt dann nächstes Zug massiv aufs Gesicht. Seitenstil den, was ich auch mache. So, der braucht, unser Kumpel hier braucht jetzt eine Heilung wirklich viel. Deswegen kriegt er jetzt Regeneration drauf massiv. Zack. Ich hätte es natürlich lieber auf sie gespielt, aber wir haben keine Wahl. So. Bei dem macht das relativ wenig aus. Die kann sie eigentlich, wenn sie möchte, auch gerne nach hinten drehen. Das macht auf sie Sinn. Den geht es hinterher noch gut, das heißt, den braucht er nicht zu heilen. Das heißt, aktuell kann ich den hier nicht aufbauen. Jetzt hängt es gerade. So. Schauen wir gerade. So. Ja, dann wird der drauf gehen. So. Ja, es sind schon geile Kombinationen möglich.
Also der geht eh drauf. Der braucht Heilung. So, sie könnte ich natürlich foltern, ne? Sie auch keinen Grund, nicht zu tun. So. Haben wir schon mal ordentlich Eis draufgeknallt. So, und jetzt kommt sie. 6 Schaden. Das heißt, wenn ich jetzt massiv, kann ich erstmal die ganzen Stachel reinbringen. So, wenn ich jetzt hier massiv die Heilung drauf habe. Zack. Jo, sieht doch gut aus. So, jetzt Ihre Frage nach links oder nach rechts. Ja, links bringt mir eigentlich nichts. Karte entfernen, Karte kopieren, heilen. Aber Kreaturen verstärken, naja, auch relativ neue Kreatur kriegen. Aber wir nehmen trotzdem den Weg. Ist insgesamt besser. Schauen wir mal, ob wir unseren Champion verbessern können. So, erhalte einen Splitter, wenn du einen Frostschaden plus Splitter auf genische Einheiten an. Das heißt, hier erhöht sich nur die HP. Hier ist Stase. Ja, man kann angreifen. Warum sollte man das, also das hier, den vorziehen? Kann nur keinen Umständen Schaden erleiden oder Ziel auswählen werden. Ich habe auch das Gefühl, wenn wir Kältekanalisierung 2 wählen, dann kriegen wir dann irgendwann die 3. Und das wird besser, wenn wir das wählen, kommen wir dann nicht hin. Deswegen, wir wählen trotzdem das hier, auch wenn es erstmal schlechter aussieht. So, was kriegen wir? Nimm einen Stachelzauber auf den. Ja, ist nicht verkehrt. So, halte 60 maximale Gesundheit dazu. Verjüngung plus 1 plus 1. Ja, ich glaube, wir nehmen die Rankenmutter. So. Gucken wir mal, ob wir irgendwie verbessern können. Verbessern eine Einheit mit Endlos. Ich glaube, da haben wir nichts, was bringt. Ne? Ja gut, wenn der sterben würde, für den wäre Endlos mal nicht verkehrt, sage ich mal. Ja, okay, akzeptabel. Verbessern eine Einheit mit plus 10 Angriff oder plus 25 HP. So. Ich überlege gerade, wem es geben. Eigentlich der hier. Allerdings brauchen wir den eher da unten, ne? Okay, nehmen wir dich. So, verbessern wir mit plus 10 Angriff. Können wir auf den Molluskenmagier machen, aber lieber auf den hier, der hat Reichweite, auch wenn er leider nicht besser wird. Gibt ja auch noch einen, der stärker wird, den hätte ich gerne gehabt, aber gut. Gut, schauen wir mal, wie wir damit fahren. Wortwörtlich. Gegensteinheiten, Nicht-Boss-Einheiten kommen mit 4 Dornen ins Spiel. Können wir nicht nehmen. Geht bei uns alles kaputt. So, ihr werdet immer stärker, ne? Genau. Das heißt, du quasi wieder als Tank hier vorne hin. Ja, dahinter können wir dann den packen und dann noch den kleinen später. So. Rufen. Du kriegst dann nämlich eine Heilung. Hier machen wir Schaden. Dadurch machen wir das. 12 Frostschaden. Zack. Gut. Ich weiß, ihr werdet stärker, aber es lässt sich halt nicht immer vermeiden. So schön wäre es natürlich, wenn wir den klein kriegen könnten, aber wie gesagt, das wäre schön, es ist irreal. Es sei denn, mit dem Ding was doch hin, ne? Ich glaube, der hat zwar erstmal ein Leben. So,
So. Ach, ein bisschen Schaden hält er noch aus. Bam. Bam. So, du machst ja, dass die Zauber mehr Schaden machen. Gut. Ja, wir kommen vorwärts, wir kommen vorwärts. So, jetzt müssen wir aufpassen, es kann langsam eng werden. So, bei dir sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Die Regeneration wäre für dich am wichtigsten. So, damit er stirbt. Der stirbt auch, okay. Dein HP geht's eigentlich ganz gut. Jetzt werden zwei Reaktionen, zwei Donnern. Eigentlich ist es auch nicht schlecht, wenn wir es auf den trotzdem machen. Ne? Dann können wir es vielleicht schon auf der ersten Ebene abfahren. So, jetzt sind alle billiger dadurch, auch nett. Den können wir sowieso rausknallen. So. Ja, die können wir einmal heilen hin, zack. Bam. Bam. So, wählen wir den Hintersten aus, der Rest stirbt sowieso. Zack. Ja, Don und Eis zusammen ist natürlich geil. So, ihr stirbt sowieso, da braucht mir keine Gedanken zu machen. Gut. Das heißt, ich kann erstmal gedankenlos alles auf euch drauf feuern. Ja, warum nicht? Bewegen, so. Du willst die heilen. Ja, und hier auch einfach noch ein paar Stapel rum. Ein gutes. So, kurze Atempause. Sehr gut. So, du bräuchtest theoretisch noch ein paar HP. So, jetzt kostet mich eh alles neu. Ja, was jetzt spielen ist egal. So, und hier haben wir einfach nur raus, damit er besser wird. Deswegen eigentlich. Der wäre ja eigentlich auch mit dem wieder geil. Aber der muss vorne stehen, von daher. Das ist ja ein bisschen blöd. Oh. Gut, vielleicht werfen die ab. Mal gucken. Nö. Das mache ich nicht. Gut. So, letzte Welle, wir kommen. So, damit wird eh alles billiger. Für den Fall des Falles. Ja, und jetzt schmeißen wir einfach alles raus, was wir da haben. Ja, und dann legen wir los. Boah, ist krass, wie viel Eisschaden wir jetzt schon reflektieren. Oder Frostschaden, wie auch immer. Ja, deswegen, das ist schon ziemlich geil. Ich liebe ja defensive Taktiken. Einheit 5-mal Schaden zu klingt erstmal wenig, ne? Aber mit denen da hinten verstärkt das ziemlich geil. Wir auf eine zufällige Karte ab, so viel haben wir nichts damit zu tun. Das ist natürlich geil, der kommt da auch mit unten hin.
So. Zauber ist Zauber, her damit. Gut, rechts gibt es Artefakte zum Kaufen, aber so viel Geld haben wir nicht. Hier gehen wir wieder links rum, können wir ein bisschen Zauber verstärken, kriegen ein kostenloses Artefakt. Wenn eine Karte mit Verbrauch gespielt wird. Die starre Zauber haben keinen Verbrauch. Ist eigentlich beides Mist, naja, nehmen wir das. Mehr HP ich halt nie. Diese Karte wird nach dem Spielen wieder oben auf den Ziehstapel gelegt. Wer ist denn dauernd gut? Wenn wir den Sprungregen billiger kriegen. Der ist nämlich ziemlich geil. Und für ein Mana, zwei Regeneration, zwei Dorn permanent draufboxen. Bin ich dabei. Vor allem kopiert er sich. Der kopiert auch die ganzen Fähigkeiten dazu. So ein 10 magische Kraft. Ja, ist bei denen nicht schlecht, denke ich. Gut. Zu Beginn des Kampfes erscheinen gegnerische Einheiten auf jeder Ebene. Ja, das ist zwar ein bisschen schwer, aber denke ich, das kriegen wir hin. Ach, das seid ihr. So, jetzt muss ich kurz nachdenken, wie wir das machen. Könnte ich jede Ebene beschützen. Das heißt, du schützt jetzt hier oben, kriegst halt aufs Maul. Dann nochmal und wir kümmern uns um das hier unten. Du kommst hinten, um uns zu verbessern. Stopp, nee, falsch rum. So. Ihr seht, durch den kriegen wir jetzt auch dauernd Rüstung dazu. Das heißt, wir leben dann noch länger, können länger und mit dem Spaß reflektieren. Wie gesagt, er kriegt das Maul, aber er killt erstmal alle. Damit schützen wir unser Herz oben. Oder unsere Blut, also wie auch immer. Ach, der hat auch Durchschlag hier, der Kumpel? Nee. Doch, aber die Rüstung hat's abgefangen. So, wie gesagt, der haut jetzt erstmal alle weg. Kriegt dafür massiv auf eins auf den Deckel. Und ich überlege, ob wir so einen dann doch lieber hier spielen. Dann halten wir nämlich, wenn er dann zwar stirbt, aber halten wir trotzdem mit dem Frostschaden länger am Leben. So, alle Zauber weniger kosten, ne? So, du kommst mal hierher, du spielst Schutzschild. Hat der irgendwie Auslöser, nachdem er einen anderen einen Todesstoß versetzt, erhalte 2 Wut. Er kriegt 11 Schaden, 31, das heißt, der überlebt den Spaß theoretisch, das heißt, der kriegt den Frost dann drauf. So. So, der muss jetzt für einen Schaden hinhalten. Und der rockt jetzt durch. Zack. Ja, wir müssen mal oben ein bisschen abfangen. Aber wir können. Ist immer schwer, wenn man gleichzeitig an allen Fronten kämpfen muss. So, der nimmt den zwar mit, aber er stirbt. Was relativ nett ist. Du hier hin und du dahinter. Hier haben wir noch einen Platz frei für unseren kleinen Oktopus. So. Schafft ihr den so? 19 weg. Ist das jetzt schon mit Frostschaden? Ja, das ist schon mit Frostschaden. Noch ein bisschen was draufkloppen, leider. Ja, durch die Rüstung schaffen wir es jetzt auch, den einen hier ein bisschen abzuhalten. Ich hasse die ja sowieso, die dann ihren Durchschlag haben. Vor allem so viel, ne? Der kommt wahrscheinlich durch. So, 24. Das heißt, den kriegen wir mit einem Stachel weg. Du
aus Sporen liegen. So, und jetzt fängt es langsam schwer zu werden. Frostschaden. Der kommt hoch. Ja, da oben brauchen wir dann eigentlich einen Geschütz. Aber den kriegen wir sowieso nicht weg. Gut. Ist also besser hier unten, um vorzusorgen. So, kurze Atempause, ja. Die brauchen wir auch. Problem ist, der kommt eh durch. Das heißt, einen Blocker hinstellen hat hier wenig Sinn. Ich denke, wir sind uns alle einig, der kommt auf jeden Fall hierher. So. Meiner schlägt eh durch. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich direkt Schaden machen. Das schaffe ich entweder mit zwei Stachelzaubern. Ja, wir haben wohl nichts anderes machen können, wenn wir ihn abhalten wollen, ne? So. Du regenerierst schon sehr gut. Du brauchst noch viel mehr Regener. So, und damit wir einfach die Fähigkeiten ein bisschen triggern. Ey, genau die abgeworfen, ne? Ja, na gut. So, wie war das unerbittlich? Der Kampf wird genau. Greift alle gegnerischen Einheiten an. So. Ohne dass wir darüber diskutieren, das können wir immer raushauen. Zusammenfügen. Dich. Das auf dich. Das auf dich. Hier machen wir halt noch ein bisschen Frost und das soll dann reichen. Mal gucken. Ach, glaubst du Leben? Ja, der hat einen Lebensraum. Boah. Aber gut, wir triggern unseren Frostschaden drauf. Ja, es reicht. Cool. Schon auf der ersten Ebene. Läuft. So, wenn da ein Rüstung verbindet einhält, dann. Ja, ist geil, wenn wir den auch noch unten hinkriegen würden. Wird nur vom Platz dann langsam ein bisschen eng, ne? Ich überlege gerade. Aber eigentlich ist es schon geil. So, wir müssen uns überlegen, wir brauchen drei einzelne Plätze allein unten für die. Heilzauber kostet minus 1 auf dieser Ebene. Gut, zu viele verwende ich da eigentlich nicht. Das ist dann besser. Ja, es ist schon nicht ganz so einfach. So, heilen, Karten weg und Kreaturen verstärken. Und dann nehmen wir doch lieber den Pfad, ich kriege ein bisschen Gold. Erst Zauber verstärken. Ich schau. Entfernt Verbrauch von den Zauber und erhöht die Kosten um 1. Ja, zum Beispiel. Denn die Regeneration ist immer geil. So, den können wir kostenlos machen. Oder den, wenn 5 Regeneration auf 1. Ich finde den ja schon besser. 20 Kraft und Magisch und Verbrauch. Sag mal so, Stachelzauber kriegen wir ja wieder genug, ne? Gut.
Schauen wir mal, was uns die Höhlen bringen. Zufällige Verbrauchkarte der Höllenhörner, der schmelzenden Relikte oder der Umbra. Was könnte am ehesten passen? Höllenhörner? Höllenhörner könnte sowas wie Trampelschaden und so sein, das brauche ich nicht. Schmelzende Relikte habe ich keine Ahnung. Umbra habe ich auch keine Ahnung. Ich nehme mal Umbra, da kriegen wir eventuell Mana dazu. Oh. Nee, die brauchen wir wirklich nicht. Gut, versuchen wir uns schmelzenden Relikten. Ey, Leute! So viel Müll, weg damit! Wende 3 Wut an. Haben wir irgendein... auch das? Dann nehme ich lieber das Geld. Entschuldigung. Also das war dreimal Quatsch. Für unsere jetzige Strategie. Ich will mich ja nicht beschweren, es läuft ja eigentlich ganz gut. Ah, genau, Splitter. Wenn die Magie-Splitter da sind, dann dürfen wir auf der Ebene definitiv nicht zaubern, was uns natürlich ein Riesenproblem machen wird. Naja. Wir schauen einfach mal, was bei rauskommt. Was ist das für einer? Schwindel. Das heißt, wenn die Angriffe nicht täuschen, das ist okay. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Für die drei Kleinen brauche ich jeweils einen Platz. Das heißt, ich kann erst noch nichts weiter runterpacken. Ich könnte natürlich den hinstellen, um ein bisschen Schaden abzufahren. Aber was ist denn nicht das Ziel? Du kommst ganz hoch. Du bist mein... du bist Schutz. Ja, und du, ich fange erstmal hier. Gut. Haben wir das Beste draus gemacht, was wir machen konnten? So, wir müssen halt nur aufpassen, wo er die Dinger hinzaubert. Da dürfen wir keinen Zauber reinquetschen. Hier zum Beispiel. Höllenbrutende nehmen. Ne, hinzufügte Karte, Last der Reue, Geißel. Der Höhepunkt unterscheiden, oder ist ein anderer? Wann kommt die? Wird auch so, wenn eine deiner Einheit auf dieser Ebene stirbt. Das heißt, hier sollte keiner sterben, idealerweise. So, für dich habe ich unten keinen Platz, ne? Da kommen die zwei mit der Rüstung und der Spucker hin. Ich muss gerade planen. Eigentlich bist du ja immer hier ganz gut gewesen. So, wenn da unser Dicker davor kommt mit drei Plätzen, kann der hier hin. So. Das ist, denke ich, noch das Beste für dich aktuell. Eigentlich haben wir gar nichts davon, oder? Mach ich lieber hier hin. Zack. So. Weil wir hätten davon gehabt, dass wir mehr Vorschaden reflektieren, aber wenn wir den schon ein bisschen schaden können. So, welchen packst du hin? Schwindel. Das soll mir egal sein, einigermaßen. So, jetzt sind unsere Geilen da. Du kommst jetzt erstmal hier hin. Dahinter. Du dahinter. Wir pumpen dich hoch. Gut, das läuft. Was ist das? Wenn eine Einheit stirbt. Das müssen wir doch zu vermeiden. Die ist zum Beispiel für dich gut. Zack. Du kommst hier hin. So, jetzt muss ich kurz schauen. Zwei in die restlichen werden dann quasi kostenlos. Regeneration ist für dich geil, das bufft dich schön. Zack, nochmal.
So, wie gesagt, mit denen könnte ich erstmal nichts anfangen. Aber hiermit. Ja, und ihr seht, wir kriegen wunderschöne Rüstung dazu, damit wir auch möglichst lange durchhalten. Der heilt sich jetzt immer schön, wird dadurch ein bisschen stärker. Quasi unsere zweite Bastion. Der reflektiert jetzt den ganzen Frostschaden. Ja, wie gesagt, wenn es ideal läuft, brauchen wir theoretisch gar nicht dort kämpfen. So, zwei, da können wir wieder den Rest quasi kostenlos spielen. So, in den Eisschaden versuche ich direkt mal in den jetzt reinzudrücken. So, das erst hier ein bisschen verstärken. Nochmal. Ja gut, geben wir dir die Regena. So, dann bleibt er aber auch voll. Das heißt, den können wir den Rest geben. Stirbt auch alles. Das heißt, die restlichen Eisschaden können wir bei denen reindrücken. Schade, mehr geht nicht. So, der ist am nächsten Zug voll. Ja, das wird mir relativ egal sein, genau, wenn er stirbt. Achso, Moment, erst die teuersten. So. Wie gesagt, wir machen das jetzt schön schmerzhaft. Dauert zwar eine Weile, aber dadurch reflektieren wir so viel geil und kriegen auch massiv Rüstung zu. Damit wir dann unten möglichst lange den halten können, damit er den ganzen Teil Zeit Frostschaden kriegt. Weil ich glaube nicht, so wie es aktuell läuft, dass wir genug Frostschaden hinkriegen. Bevor er dann zu uns auftaucht. So, wenn das nicht Magie ist, Spindel. Okay, einverstanden. Dann haben wir jetzt die Gelegenheit, massiv reinzudrücken. Fällt gerade jetzt auf, dass das komisch klingt. Ich soll das vielleicht anders formulieren. Egal. So. Idealerweise bleiben die ja am Leben, damit sie angreifen können. Und möglichst viel Frostschaden reflektiert wird. Deswegen, die greifen jetzt alle an und das wird alles schön reflektiert. Nice. Zack. Naja, der greift nicht an, weil er nicht kann. Letzte Welle, ja komm. Kumpel, sieh ein, du hast verloren. Wir hauen jetzt einfach alles drauf, wortwörtlich. Und ihr seht, mit den zwei Typen, die jetzt Rüstung machen, müssen uns sogar noch einen dazu holen am besten, wenn wir es können. Ja, damit trockt das jetzt richtig. So, nur damit ihr jetzt sehen. Die hinten, die jetzt keinen Schaden gekriegt haben, sind auf 72 Rüstung schon dadurch. Das heißt, selbst um diese kleinen wegzukriegen, muss er viermal angreifen. Das heißt, er muss viermal 92 Frostschaden, wenn gar nichts wäre, kaufen. Ich allein das würde ihn umbringen. Und er kriegt ja jetzt noch ordentlich dazu, weil er angreift. Und die Drohnen reflektieren auch noch Schaden. Also, der geht sowas von drauf. Zudem hat der Futter auch noch Regener, der heizt ja jetzt auch noch ordentlich. Ja, und damit war's das. Betrag den Gesamtfrostschaden auf dieser Ebene auf eine Einheit. Verdoppel dann die Menge an Frostschaden. Damit kann man den Boss relativ frühzeitig ausschalten. Ist aber schwer, muss ich gestehen. Vor allem, nee, erst durchs Kondon kommt das dazu. Nee, das bringt nicht wirklich was. Wenn eine 10 HP und 3 Dornen an, kostet ganz schön viel. Ach, plus 10 HP, also maximal auch, okay.
Ziehe ich Karten und wende minus 12 dieses Karten an. Das brauchen wir nicht. Nehmen die, das kann jetzt mal klappen. Schick hier noch mehr Platz, vielleicht. Also tatsächlich, wenn wir jetzt ausnahmsweise eine Karte kopieren könnten, würde ich wahrscheinlich dann nochmal den Rüstungstypen nehmen. Jetzt müssen wir schauen. Heilen, Kreaturen verstärken, Höhle. Kreatur kopieren, oder Karte kopieren. Nehmen wir. Wie haben wir denn noch? Wir haben dort noch. Okay, das heißt, Geld brauche ich noch nicht komplett ausgeben. Jetzt schauen wir, was wir wegschmeißen können. Zum Beispiel unsere Zugbegleiter. Die brauchen wir nicht mehr. So. Und wir kopieren jetzt, ich überlege gerade, den Molluskenmagier, der magische Kraft macht. Dadurch machen wir mehr Schaden. Wir wollen ja eigentlich mehr reflektieren. Also nehmen wir doch lieber unseren Wachstein hier. Damit wir noch mehr Rüstung haben und länger durchhalten. Ja, und ich wusste es. Kältekanalisierung 3. Und hier kriegen dann jetzt 2 Frostschaden pro Splitter. Ja, haben wir also richtig entschieden. Cool. Was wäre das? Leider eine Aktion. Füge der Fortress-Gegner eine 3 Schaden pro Splitter zu. Nö. Wir spielen auf Eis. Also, alles richtig gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gegenstände mit 20 Rüstungsspiel. Ja, ist nicht so geil. Geld haben wir genug, müssen nicht gierig sein. 20 Rüstung ist auch ganz schön viel. So, wie war das? Füge dir deine vordersten Einheit 5 Schaden zu. Boah. 15, 23, 3 Sterben angenommen. Also dann noch, boah, 38 Schaden, die wir erstmal hier in Kauf nehmen müssten. Gut, dass wir Rüstung haben. So, du kommst wieder hier oben und produzierst schön für uns Sachen. So, ich zeig das jetzt nochmal. Ist auch besser, wenn wir das zuerst spielen, damit ich die Heilung kriege. So. Genau, achso, klar, Frostschaden, weil er Schaden gekriegt hat. So. Warum hat er jetzt, Moment, warum hat er jetzt 2 Schaden bekommen? Voraus ist, wenn der Einheit Schaden zugefügt wird, wenn 2 Frostschaden. Ich habe nicht verstanden, warum der Schaden getriggert wird. Egal. So, sterben tun sie alle, gut. Also, der hinten nicht mehr, aber die kleinen. Dann reflektiert er noch den Schaden hier. Not lassen wir den einen hier durchkommen. Ja, das ist natürlich das Blöd, dass der da ist. So, dann nehmen wir das Geld mit. Und hier unten machst du uns schön Rüstung, habe ich gehört. Genug zum Heilen haben wir. So. Zack. Ich glaube, den lasse ich diesmal wirklich davon kommen. Damit wir die anderen hier wenigstens alle mitnehmen können. Das zieht sich sonst wieder ewig. Zur Not können wir ja vorhin dann noch später intervenieren. Ah ja, klar, der kriegt Rüstung dazu. Weil das gestorben ist. So, jetzt muss ich kurz schauen. Ich würde dich gerne am Leben erhalten. Das kriege ich natürlich hin, wenn ich den da vorne hinpacke. So, du brauchst 50 Schaden. Ja, das ist nicht machbar. Ich packe den bloß hin, damit er geschützt wird. Wir können da noch ein bisschen Eis runter reflektieren, das geht. Ich habe einen Fehler gespielt. Einen riesigen Fehler. Puh, Gott sei Dank, das hat noch gereicht. Ich habe den hier vernachlässigt gerade. Boah. War so damit beschäftigt, meinen anderen zu retten, dass ich den jetzt übersehen habe beinahe.
Gut, lese zu vollkommen auf den Kurs, dass von Megaras kommt. Das Problem ist wegen den Schadensreflekt, den die machen. Deswegen, das bisschen Schaden da oben nehme ich lieber in Kauf, als meinen besten zu verlieren. So, Heilung. Das macht Regene. Wir müssen hauptsächlich viel Zauber spielen. So, wenn ich den mit 2 spiele, wird ja alles, sag mal, kostenlos. Danke, ich war jetzt für einen Moment schockiert, ich dachte, das klappt nicht. Ah, ich hätte den so für 3 hier gehabt, habe ich nicht gesehen. Es reicht nicht. Wieso? Wie viel Schaden kriegt er denn? 10, 15, 20? Dann sterben die noch, ne? Also 10, 15, 20, 30 Schaden. Wir sind bei 27. Kommt er echt genau auf 0? Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Schlecht. Verdammt. Wir müssen uns auf die Ebene dann gleich konzentrieren. Ja, genau auf 0. Jetzt haben wir ein Problem. Gut, ich erkläre euch, was wir jetzt machen. Beten? Ist nicht mal eine gute Idee. Wir müssen den komplett hochpushen. Mit so viel Regener, Konterschaden und was mir noch so einfällt. Der hier unten oder hier unten, die halten ja so gut es geht am Leben, indem wir das Zeug drauf knallen. Und dann haben wir, wie gesagt, großes Problem. Oh, da habe ich wirklich riesen Mist gespielt. Einmal gepennt, ne? Reicht. Aber gut, so ist es halt bei Strategie. Wer pennt, verliert. So, das teuerste Spielen. So, Regeneration braucht er nicht. Du kriegst einfach mal eine normale Heilung. Hier. Eigentlich habt ihr keine Bedeutung mehr, ne? Eigentlich ist da oben auch nicht. Gut, hier kriegt irgendeiner, der euch schützt. Warum, weiß ich noch nicht. Wir müssen dich komplett auf Konter und Regener spielen. Das machen wir nur, damit er keinen Schaden kriegt. Und hier nur, damit ein bisschen Rüstung dazukommt. Oje, oje, ja. Ja, wird schon geil werden. Wir haben ein Problem. So, jetzt überlege ich, ich kann hier ein bisschen Schaden machen immer. Ja, aber ist auch nicht viel mehr, als der macht. Ja, also, ich glaube, das wird uns ziemlich gut ergehen. Gut, mal schauen. Problem ist, der wird halt ja immer stärker, wenn er Schaden kriegt. Deswegen, der wird richtig, richtig fett werden hier. Gemästen wir. Gut, dass da viele sind, die nicht wirklich was machen. Ja, 100 Angriff kriegt er bestimmt zusammen, wenn es gut läuft.
Boah, das ist so ärgerlich. Wir haben hier unten so eine geile Verteidigung. Hätte der... Oh, hätte ich den nicht gekillt, hey, wir hätten locker gewonnen. Ich habe Riesenmist gebaut. Ärgere mich voll. Ich habe einen sicheren Sieg quasi verspielt. Ich weiß leider auch nicht, wie ich es retten soll. So weit hoch kriege ich den da oben nicht geheilt. Stopp, teuerster Zauber. Schaut noch 303 HP, rechnet er aus für uns. Die zu spielen bringt mir alle nichts, außer Schnees Supercut ziehen. Deswegen der rockt hier, der wird gleich durchrocken. So. Wow, hat sich die Rüstung angesammelt, ja? Gut. So, 289 Schaden. Das ist keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Wieso nur minus 6? Achso, weil ich nur 6 Sohn habe. Alles klar. Also überlebt ja keiner. Schade, vorbei! Ja, jetzt macht er 1, 2 Schläge. Es tut mir ganz ehrlich leid, dass das jetzt nicht geklappt hat. Ich garantiere euch, hätte ich jetzt nicht so den Mist gespielt unten vergessen oder übersehen, hätten wir es gepackt. Na gut, okay. Aber ihr seht, wie die Strategie eigentlich funktioniert in der Theorie. Ihr seht, es hat auch bisher gut geklappt. Man darf halt nur, ja, wie immer, keinen Fehler machen. Das klingt immer so doof. Aber gut, ist halt so. Gut, damit sind wir halt mit der Strategie am Ende fast bis hinten durchgekommen. Wahrscheinlich wären wir auch ganz durchgekommen, wie gesagt. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie, jetzt muss ich überlegen, wir kommen nach der Stygischen Wache, ich glaube die Umbra, genau, wie die Umbras mit den neuen Friends and Foes funktionieren. Bis dahin sage ich euch, bis zum nächsten Mal, viel Spaß und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!